Anton Riedel ist bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Du bist Illustrator, also machst noch andere Sachen, aber wir reden heute insbesondere über deine Arbeit als Illustrator. Und jetzt müssen wir schnell mal aufklären, worum es eigentlich geht bei diesen Pupsen. Du musst denken. Die Püpse aufklären? Das heißt, es Püpse? Ich gehe von Flatulenzien, könnte man sagen, aber das ist auch, glaube ich, nicht ganz richtig. Also Püpse finde ich in Ordnung. Das versteht, glaube ich, jeder. Und wir können da wirklich auch so offen drüber reden, denn bei dem ersten Buch, was du illustriert hast, geht es genau darum, ne? Genau. Püpse. Jo, Raketenpo, da geht es, das war das erste Buch, was ich gepinselt habe, wo eine Freundin, ich habe nie richtig drüber nachgedacht, aber sie meinte, hör mal, das ist ein Buch für dich, du kennst dich da aus. Und dann habe ich halt hab ich ja gesagt. Da geht es um Jo, der eher so ein Außenseiter ist, weil er eben ein großes Pupsproblem hat. Und zwar ist, wenn die Leute ihn mit Klugscheiße zuknallen, dann reagiert er mit einer Allergie quasi, die sich im Darm ausbreitet und er dann furzt. Und aber auch so doll, dass er eben wirklich raketenmäßig abging. Also kann wirklich vom Boden abheben. Was ja eigentlich cool ist, ne? Aber das erkennt er erstmal nicht. Das erkennt er gar nicht, ist der totale Außenseiter, wird super gedisst in der Schule. Und dann lernt er Sascha Zinsel kennen, die wiederum auch eine Pups-Künstlerin ist. Die kann Geräusche nachpupsen, das heißt, sie kann eine Eisenbahn nachpupsen, Stimmen nachpupsen. Also es ist eine Stimmimitatorin, allerdings über so hintenrum. Die werden Best Friends fliehen. Also die werden bedroht von vom Amt und von den Behörden und sowas, weil das alles nicht rechtens ist und landen dann am Ende des Buches, aber mehr darf ich nicht erzählen, in Popolonien. Und in Popolonien geht es denen halt blenden. Die werden halt Heroes da und sind so die Stars da. Und als du das Buch dann erst, also wie funktioniert das, wenn du Sachen illustrierst? Liest du das Buch dann durch und sagst, okay, ich kann mir Bilder vorstellen, oder nimmst du einfach den Auftrag an und sagst, mir wird schon was einfallen? Nee, also in dem Fall war es wirklich so ein lustiger Event, wie wir so zusammengekommen sind. Mhm. Ich habe das Buch dann gelesen, der Thomas Krüger, der Autor, ist quasi 180% anders als ich, also sieht ganz anders aus. Ist innerlich so ein innerer Punk, finde ich, und äußerlich eher konservativ. Und wir wirken jetzt nicht so, als wären wir so direkt, wir sind aber direkt dicke geworden. Buch habe ich gelesen, geliebt. Finde es wirklich, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich finde es wirklich total schön. Darfst aber ruhig. Darf ich. Auf jeden Fall. Hat sie gesagt. Ja. Und ich habe es gelesen und hatte direkt Bilder im Kopf. Und dann ist es eigentlich so bei den Büchern, dass ich, oder grundsätzlich, wenn ich zeichne, dass ich die ganze Zeit zeichne. Und wenn dann was kommt, dann ist das wie so ein Flow. Also das heißt, ich habe es gelesen, mir kleine Notizen gemacht, da war ich noch aufgeregter. Und jetzt habe ich so einen Dreh raus, wie es so funktioniert. Und hat er dann auch gesagt, so habe ich mir nicht vorgestellt, oder mach mal was, ein bisschen was? Also er war sofort total zufrieden. Nein, es war insofern cool, weil er selber verliebt ist und selber auch immer sagt, er will die Welt verändern mit Büchern und will mal was anders machen. Und da dürfen halt auch mal, ja, das ist jetzt eher so ein braves Bild so, aber da dürfen halt auch mal Frauen Hängebusen haben oder Augenringe oder da darf es auch mal krachen oder ein Po auftauchen, was sonst heutzutage in Kinderbüchern eher so, es muss eher ein bisschen lieblich alles, und das ist nicht meins. Hast du denn schon von anderen Eltern, die das Buch halt gekauft haben, so Reaktionen bekommen, wo die gesagt haben, das geht ja gar nicht? Gar nicht. Ja, eher so in die Richtung, dass sie sagen, Mensch, toll. Also die haben es total genossen. Die Kinder finden es großartig. Wir hatten mal eine Lesung in, ich glaube, Regensburg oder sowas. Da gab es mal von den Lehrern eher so ein, hey, wir kommen da ganz schön schlecht weg. Und müssen jetzt mittlerweile warnen wir immer, bevor wir lesen, dass wir sagen, es ist ein ganz andere Lehrer. Also es geht viel um Lehrer, doofe Lehrer und so. Die es ja gar nicht gibt im gibt's realen gar nicht. Leben. Im echten Leben gibt es die gar nicht. Nein. Wo wir gesagt haben, die klären wir auf und sagen, das sind natürlich nur fiktive Charaktere. Und dazu gibt es auch ein Hörbuch, und das wird gelesen von Christoph Maria Herbst. Genau, Christoph Maria Herbst hat das gelesen, wunderschön. Das ist großartig. Habe ich nicht dabei, leider. Das kann man sich ja dann bei Amazon zum Beispiel kaufen. Genau. Die hast du mitgebracht zum Verlosen, zumindest zum Teil. Und alles. Ach, super. Alles weg. Ich pinsel überall rein. Während du mir redest, ein bisschen was reinzumalen. Ich halte das. Du hast Stifte natürlich auch immer dabei. Die liegen da. Soll ich in das Große reinmalen? Weil da kann ich mehr. Ach so, dann mal. Ich mal hier auch rein. Ich male erstmal hier das Kleines rein, und dann mal die andere. Super. Du machst ja noch was anderes. Also wir reden gleich noch weiter über die anderen Sachen, die du mitgebracht hast. Aber wie verbindest du das denn? Also ist es denn so, dass du den anderen Job machst, um quasi Geld zu verdienen, also wobei du mittlerweile mit den Sachen auch Geld verdienst, und kannst du denn auch wirklich im Büro sitzen und richtig arbeiten, oder malst du da immer dabei? Nee, also ich hab ein Designbüro in Ehrenfeld, Feed Me, und wir machen halt letztendlich so Verpackungen für Sendungen wie hier, also dass man letztendlich arbeiten wir fürs Fernsehen, und pinseln tue ich nur zu Hause, also das lässt sich nicht vereinbaren, ist aber auch wirklich so mein totales Hobby.
Und da sitze ich am Küchentisch und habe die besten Kritiker der Welt, Pina und Ed. Meine Kinder, liebe Grüße, die mir halt über die Schulter gucken. Also ich habe kein richtiges Büro, von daher sitze ich halt wirklich so an der Tischecke. Also wenn die Spüle aufgeht, kann ich mich nicht mehr nach hinten. Und wir haben immer so 5, 6 Kids zu Hause, die dann so rüber gucken, was machst du für eine Scheiße? Ist du total? Oder irgendwie sind total begeistert oder ich musste jetzt meinem Sohn aufs Mäppchen malen und dann wollen die anderen auch irgendwie Kleber. Das ist aber auch ein Kompliment, ne? Wenn, das ist super. Ja, also das ist die sind da eh total spitze. Und sind die denn auch so künstlerisch begabt? Oder interessiert? Ja, die können gar nicht anders. Ja, ne? Ja, die sehen es halt den ganzen Tag oder an Wochenenden, wenn ich da irgendwie hocke und irgendwie Bücher pinsel. Und so von daher ist das so, das gehört so in den Alltag, weil ich, wie gesagt, ich sitze in der Küche. Also von daher ist das so im Daily Life passiert das so. Kinderbücher, die du selber als Kind gelesen hast, hättest du illustratorisch anders gestaltet? Anders gestaltet? Ja. Also gibt es irgendwas, was du gerne gelesen hast, wo du gedacht hast, Mann, aber die Bilder sind ja so ein bisschen blöd? Mir ging es eher mit Filmen so. Also ich habe zum Beispiel Herr der Ringe nie geguckt, weil ich, obwohl ich weiß, dass es sicher schön umgesetzt worden ist, aber ich wollte mir nie die Fantasie klauen. Oder ganz doll ist Unendliche Geschichte. Das habe ich dann geguckt und war total enttäuscht von den Bildern, weil ich wirklich sagte so, das ist überhaupt, ähnelt nichts dem, was ich mir so vorgestellt habe. Also das ist immer schade, so, ne? Das ist super was malst du da jetzt gerade? Monster. Also meistens ist es eher, also Pina, meine Tochter, sagt, warum kannst du auch was Schönes malen? Das ist selten der Fall. Ja, warum malst du ein Monster, wenn du neben mir sitzt? Angeregt durch deine Tischnachbarn. Ach so, ja gut, dann ist alles in Ordnung. Nein, er meint das nicht so. Wir werden gleich über die anderen Bücher sprechen, über die Hörbücher, also vor allen Dingen Jungs sind, das ist ein ganz wunderbares Buch, was man auch sehr viel lernen kann. Du malst ein bisschen weiter und wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Klick-Klick und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Vielen Dank ja. Und bis gleich. Danke.